So, jetzt suchen wir doch einfach mal Goofy und Donald. Wo die denn hin sind? Wahrscheinlich verpassen wir uns gerade immer. Oder schauen uns einfach mal hier um. Okay, die Himmelsrichtungen haben wir schon mal. Da geht es nach Osten, nach Süden. Kann hier ein bisschen weiter wegzoomen, weil es ein bisschen mich nervt mit dem Hin und Her drehen. Pizza! Boah, sind aber gesalzene Preise hier. 100 etwas für eine Pizza. Vielleicht kann ich das noch irgendwie gebrauchen. Noch verschlossen. Mogli. Ja, erst wenn ich das grüne Trio-Tech habe. Ja, ich brauche Taler, sagt er jetzt. Nein, ich mag doch das Fass hier dann eben nicht bewegen. Hoppala, da ist ein Schloss. Scheint verschlossen. Da brauche ich erst noch einen Schlüssel. Zwar nicht meinen, aber es sollte einen anderen. Dann wird mir nichts anderes übrig bleiben. Und hier haben wir noch eine Kiste. Kann ich mit denen was machen? Oh. Da hoch. Dich kann ich nicht heben, ne? Aber jetzt pass auf. Oh. Interessant, wenn ich da an die Wand hinkomme, dann schmeißt die Kiste sich von alleine wieder von mir runter. Ah. Nein, wie kann ich von dem Visiten wieder weg? So, okay. Hier ist die erste Kiste, wir holen die zweite. Wahrscheinlich bringt es mal wieder gar nichts. Aber ich will auf das Dach hoch. Na toll. Nein, nein, nein. Fuck. Da war ich wohl zu schwer. Dann bricht die untere einfach durch. Tja. Dann warten wir einfach noch und gehen einfach mal durch diese Tür. Traverse Nord. Oh nein! Ein Herzloser. Und hier kommt schon mein erster Kampf hier. Oh cool, ganz viele Taler. Das Gelbe ist ein Taler. Oh nein, ich bin gleich tot. Schnell, ich sammle das grüne Zeug an. Sieht böse aus. So, und die Gefahr ist gebannt. Ja, auf sehr schwer zu spielen ist schon echt happig. Oh, das ist ja schlecht, genau. Keine Erfahrungspunkte, das brauche ich nicht. Sonst habe ich noch keine Accessoires. Items habe ich wirklich nur die Potion oder das Mithrilerz, was ich gefunden habe. Ja, dann... Hey, da oben ist auch wieder eine kleine Truhe. Da komme ich aber noch nicht hin, oder? Wie komme ich da hin? Eigentlich geht man ja... Nee, da kann ich gar nicht runtergehen.
da hinten wäre auch ein Hotel, da wo ich rein kann. Sich wieder aufladen kann man übrigens beim Speicherpunkt. Da kann man sich heilen lassen. Was ich eigentlich fast schon brauche, gell? Da komme ich nicht drin. Oh, da habe ich einen Angriff abgewehrt, krass. Sind schon echt happige Gegner, Mensch. Mit den Glocken hat es noch was auf sich, denke ich. Oh, toll. Jetzt könnte ich natürlich wieder rausgehen. Und sie suchen. Also muss ich erstmal ein bisschen aufpassen hier mit meinem Leben und alles. Wow, und da bin ich schon gestorben. Das ist schon echt mies. Das heißt, ich muss wieder nochmal Spielstand laden und da... Ich weiß nicht, ob ich weiterspielen hätte drücken sollen, was dann passiert wäre. Aber ich fange einfach nochmal von vorne an und versuche jetzt einfach mal ein bisschen besser aufzupassen. Auch schwer zu spielen ist echt happig. Ich hätte vielleicht doch eher auf leicht vorher spielen müssen, aber ich habe mir eher gedacht, ich mache es umgekehrt. Zuerst schwer spielen, dann auf leicht den unter 15 Stunden Teil. Und mal schauen, wo ich dann auf Level 100 dann die Trophäe dann kriege. Also das kennen wir ja. Jetzt kommen die Herzlosen wieder. Sehr gut. Kann jetzt schnell das Zeug hier einsammeln. Was passiert, wenn ich jetzt ins Hotel gehe? Dann komm hier, Donald und Goofy. Irgendwann werden wir schon aufeinander treffen. Noch verschlossen. Zu tun? Dämmerung im Herbst? Dann gehen wir doch mal in die Villa mit Kniff. Oh ne, da geht's schon wieder weiter mit Kriegen. Ne?
Ja, es ist gut, dass die alle Einsen so langsam kommen. Sage jetzt, wo ganz viele da sind. Wird Zeit, dass ich auch mal eine Stufe aufstecke. Boah, fällt das überhaupt auf? Ich glaube nicht, verdammt. Wenn es zu viele werden, dann hau ich einfach ab. So, jetzt keine Gegner mehr. Sehr schön. Dann kann ich hier vielleicht mal was machen. Da lässt sich nichts machen. Boah. Also, Mensch, wie ausweichen wir heute, ne? Oh, schnell weg, schnell weg. Schaffe ich es noch zum Speicherpunkt zurück? Mir ist es zu gefährlich gerade. Konnte ich nicht auch beim Dingens was kaufen? Oh, jetzt auf einmal kommen da auch welche. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Ne, hier gibt es noch Accessoires, gell? Kann ich keine Potion kaufen? Puh. Und ich habe zu wenig Teile, würde ich sagen. 78, ne? Ach, das wäre für die Zauber vielleicht. Ich brauche bloß noch 8 Erfahrungspunkte für die nächste Stufe. Das schaffe ich doch jetzt wohl. Ach je. Wir können das hier als Item dann einstellen, dass das dann kommt. Ah, hier. Rausholen und zwar eine Potion. Wo da wieder hin? Potion. They'll come at you out of nowhere. Oh. Who are you? And they'll keep on coming at you. As long as you continue to wield the Keyblade. But why? Why would it choose a kid like you? Hey, what's that supposed to mean? Never mind. Now, let's see that Keyblade. What? There's no way you're getting this! All right. Then have it your way. Nein. Hätte ich speichern sollen? Und schon bin ich kaputt. Hey, you found it. Nice going, Leon. Und wir haben Leon gefunden. Still. It looks like things are worse than we thought. A lot worse.
Und wie weit werden wir irgendwann auch noch kommen? Gorsch, there's nobody here. Sure is spooky. Actually, I'm not scared. Excuse me. Did the king send you? Come on, lazy bum. Wake up. Da meint wohl jemand mich. Kairi. You okay? I guess. Those creatures that attacked you are after the Keyblade. But it's your heart they really want. Because you wield the Keyblade. I'm so glad that you're okay, Kairi. Kairi? Who are you talking about? I'm the great Ninja Yuffie. I think you might have overdone it, Squall. That's Leon. The Keyblade. Yeah, we had to get it away from you to shake off those creatures. It turns out, that's how they were tracking you. It was the only way to conceal your heart from them. But it won't work for long. Still, hard to believe that you, of all people, are the chosen one. Oh! Well, I suppose beggars can't be choosers. Why don't you start making sense? What's going on here? Okay, you know there are many other worlds out there besides your castle in this town, right? But they're supposed to be a secret. They've been secret because they've never been connected. Until now. When the Heartless came, everything changed. The Heartless? The ones who attacked you, you remember? Those without hearts. The darkness in people's hearts. That's what attracts them. And there is darkness within every heart. Hey, have you heard of someone named Ansem? Ansem? He was studying the Heartless. He recorded all of his findings in a very detailed report. Gorsh! Can we see it? Its pages are scattered everywhere. Scattered? Too many worlds. Oh, then maybe the king went to find them. Yes, those were my thoughts exactly. We've gotta find him, quick! Riggs! First we need that key! That's right. The Keyblade. So... this is the key. Exactly. The Heartless have great fear of the Keyblade. That's why they'll keep coming after you, no matter what. Well, I didn't ask for this. The Keyblade chooses its master, and it chose you. So, tough luck. How did all this happen? I remember being in my room. Wait a minute! What happened to my home? My island! Riku! Kairi! You know what? I really don't know. So, jetzt wurden wir aufgeklärt, was wir eigentlich machen müssen, was jetzt der Sinn ist und... Ah, was haben wir hier? Einen Speicherpunkt. Den nutzen wir doch gleich.